Tag und willkommen zu unserer Einführung in die Energietechnik. Wir wollen uns in diesem Video mit den unterschiedlichen Energiearten beschäftigen. Nachdem wir uns ja in dem vorherigen Video mit den Energieformen beschäftigt haben, nun also die Unterscheidung der einzelnen Energiearten, die wir in der Energietechnik kennen und für die man Angaben findet. Was haben wir da? Wir haben auf der an erster Stelle die sogenannte Primärenergie. Diese Primärenergie ist quasi die, ja, ich kann mal sagen, die ursprüngliche Energieform, die wir haben. Also das ist dann zum Beispiel die Kohle. Das kann das Erdgas sein. Das ist das Erdöl, als Rohmaterial, noch ohne dass dort Transformationsprozesse oder Aufbereitungsprozesse durchgeführt wurden. Also das ist das, was man quasi gewinnt an fossilen Energieträgern. Wir haben natürlich das Uran als Brennstoff für die Kernkraftwerke. Aber zu der Primärenergie zählt man auch die regenerativen Energiequellen. Also es ist dann die Sonne oder die Sonnenenergie. Das ist die Wasserkraft, das ist die Windenergie, wobei das natürlich eigentlich alles auch noch zuzuführen ist auf die Sonnenenergie. Aber man fasst dann also die Primärenergie auch die Bereitstellung dann des Windes für die Windenergieanlagen, die Bereitstellung dann von Biomasse in ihrer Rohform, die man dann umwandeln kann. Also das fasst man alles zusammen in die sogenannte Primärenergie. Das ist also das, was man als Grundbestandteil hat. Und diese Primärenergieträger, ob das jetzt fossile sind oder regenerative, die müssen wir nun umwandeln. Das heißt, wir skizzieren das mal hier so, dass wir jetzt also hier diese Primärenergieträger nutzen. Daraus entsteht dann häufig die sogenannte Sekundärenergie. Das heißt, wir haben schon eine erste Umwandlung, einen Transport, dass wir die Kohle abbauen in ihrer Rohform und per Schiff transportieren, um sie dann aufzubereiten. Wir haben dann natürlich immer noch die Möglichkeit, also wenn wir das mal hier so eine Verknüpfung machen, also dann weiter zu transportieren bis zu den Verbrauchern. Das heißt, ich möchte jetzt hier rechts mal die Verbraucher skizzieren. Das können jetzt sowohl also Haushalte sein, die also Energie nutzen. Das ist die Industrie. Das ist halt GHD, also Gewerbe, Handel, Dienstleistung, der ganze Sektor, der also Energie benötigt. Und zwar benötigt der Nutzenergie. Also das heißt, also wir haben auf der Seite dann die Nutzenergie als Energieform, die dann erzeugt werden muss aus der Primärenergie durch Umwandlungs- und Transformationsprozesse. Also Nutzenergie ist halt das Antreiben einer Maschine, ob das jetzt in einem Industrieunternehmen ist, dass wir jetzt also einen Fertigungsprozess haben, irgendeinen Stampfer, der irgendwelche Bleche formt, ob das jetzt im Privathaushalt das Licht ist, was wir brauchen in einem Raum als Nutzenergie, die wir uns ansehen wollen. Ob das jetzt die Küchenmaschine ist, die irgendwas häckselt und dann mit einem Messer in Rotation versetzt wird. Also auch das alles sind Formen der Nutzenergie. Und was wir dann davor noch haben, ist dann die sogenannte Endenergie. Das heißt, die Endenergie ist die Energie, die den Verbrauchern bereitgestellt wird, um sie dann in die finale Form der Nutzenergie umzuwandeln. Das heißt also, wir wandeln aus der die Primärenergie um über die Sekundärenergie in die Endenergie. Die tritt dann auf direkt an der, naja, an dem Übergabepunkt zu den Verbrauchseinheiten. Das ist bei der elektrischen Energie quasi die Energie, die dann am Zähler, am Stromzähler ankommt oder beim Gaszähler entsprechend, um daraus dann die Nutzenergie
umzuwandeln. Was wir noch haben, ist natürlich hier gegebenenfalls an diesem Übergabe oder an diesem Umwandlungspunkt auch noch, und das wird in Zukunft eben noch eine wesentliche Rolle spielen, die Speicherung der Energie. Auch die ist natürlich mit Verlusten behaftet, also ob wir das jetzt elektrisch oder elektrochemisch machen in Batterien, ob wir jetzt in Pumpspeicherkraftwerken Energie speichern oder einfach in Gaskavernen das Erdgas speichern, in Öltanks, Kohlelager, also auch das alles Speicherung mit etwaigen Verlusten, die also noch mit berücksichtigt werden muss. Wir haben natürlich den Transport, den wir auch noch berücksichtigen müssen. Das heißt also von der Primärenergie zu der Nutzenergie haben wir also den Transport. Transport und die Umwandlung, die natürlich jeweils mit Verlusten behaftet sind. Das heißt, der Wirkungsgrad ist immer kleiner als 1. Das heißt, also, das sind jetzt unsere drei zentralen Energiebegriffe oder Energiearten, die wir unterscheiden. Also da haben wir hier einmal die Primärenergie. Da haben wir also hier die Primärenergie, wir haben hier die Sekundärenergie, die auftritt, dann als wesentlichen Begriff die Endenergie und dann die Nutzenergie. Jetzt muss man tatsächlich aufpassen in der Betrachtung, wenn man jetzt verschiedene Energiewerte miteinander vergleichen will, was vergleicht man? Also man muss halt aufpassen, dass man jetzt nicht Endenergieverbräuche mit Primärenergiewerten vergleicht, dadurch, dass wir natürlich dort Transport- und Umwandlungsverluste haben. Das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Also wir haben einmal einen Umwandlungsverlust, also aus der Endenergie. Die Endenergie mal bezeichnen mit EE. Dann setzt die sich zusammen aus der Primärenergie, also EP, multipliziert mit einem Umwandlungsfaktor. Ich will jetzt mal mit PE für primär zu Endenergie bezeichnen. Das heißt, dieser Faktor ist natürlich kleiner als 1. Die Endenergie ist natürlich immer kleiner als die Primärenergie. Und bei der Nutzenergie ist es entsprechend. Also wenn wir jetzt die Nutzenergie uns ansehen wollen, auch die ergibt sich dann aus der Endenergie, ein großes E, multipliziert mit einem weiteren Faktor, um dann aus der Endenergie die Nutzenergie zu machen. Und dieser Faktor ist natürlich kleiner 1, das sind dann die ganzen Verluste, Anlagenverluste, also diese beiden Faktoren hier, diese Fs, das sind also die Verluste, Faktoren, die also die Verluste durch den Transport, die Umwandlung und natürlich auch den Wirkungsgrad des Prozesses beschreiben. Und jetzt muss man wieder darauf achten, man findet in den Studien häufig einmal die Angaben des Primärenergiebedarfs, das heißt, wie viel Kohle, wie viel Erdgas, wie viel Erdöl wird verbraucht. Dort ist halt sind noch keine Umwandlungsverluste berücksichtigt. Entscheidend ist dann halt die Angabe der Endenergie, das heißt, hier müssen wir natürlich berücksichtigen. Also das ist die Energie, die dann bereitgestellt wird nach der Umwandlung in die unterschiedlichen Energieformen. Und diese Endenergie wird dann bereitgestellt für die Verbrauchseinheiten und die wandeln das dann nochmal um in die Nutzenergie. Auch diese Angaben findet man teilweise, wie groß der Nutzenergiebedarf ist, aber das ist dann teilweise auch nicht einfach zu erfassen. Also wie viel Lichtenergie haben wir, wie viel mechanische Energie, das wird nicht systematisch flächendeckend erfasst. Von daher normalerweise immer die beiden Angaben, einmal Primärenergie als die Rohstoffmengen, die wir benötigen, um am Ende die Nutzenergie bereitzustellen, die wir benötigen. Und als Zwischenenergieart wird dann die Endenergie in der Regel mit angegeben.